gemeinsam vergnügt sein. Beim Singen geht das besonders gut. Im Alten- und Pflegeheim Billung Chester leben alte Menschen, Demenzpatienten und Kindergartenkinder ganz eng zusammen. Kinder, alte Menschen und Kranke, wir alle kommen hier zusammen. Es ist fantastisch. Ich sage immer, das ist mein Paradies. Beim Spielen hat Ian Wilton mindestens so viel Spaß wie die Kleinen. Früher war er LKW-Fahrer. Jetzt mit 84 ist er auf Hilfe angewiesen. Lebt seit 2 Jahren im Heim. Ich wusste von der ersten Minute an, dass ich hier wohnen möchte. Ich habe sofort diese Wärme gespürt, diesen Frieden. Peace. Bill Jones hat früher als Ingenieur gearbeitet. Heute hilft er dem 3-jährigen Jacob, mit einer kleinen Bohrmaschine umzugehen. Die gemeinsamen Aktivitäten sind freiwillig, sowohl für die Alten als auch für die jungen Menschen. Joyce Aston kommt so oft wie möglich. Einmal die Woche kommen wir runter. Den Kindern scheint das Spaß zu machen. Mit meinen Freunden zu spielen macht mich glücklich. Das Grundprinzip des Altersheimes: niemand ist isoliert. Viele kennen sich beim Vornamen. Ansonsten werden die Senioren auch liebevoll die Großfreunde genannt. Und die wollen den Kindern gern etwas von ihrer Lebenserfahrung mit auf den Weg geben. Sie lernen, wie man sich benimmt, zum Beispiel mit fremden Menschen. Sie lernen, selbstbewusst zu sein. Das wird sie ihr ganzes Leben lang begleiten. Sie hat sehr viel von den älteren Bewohnern gelernt. Beim Basteln, aber auch was ihre sprachlichen Fähigkeiten betrifft. Und sie ist einfühlsam. Das ist absolut fantastisch. Mehrere Jahre war das Projekt in der Planung. Seit knapp 2 Jahren ist es Wirklichkeit. In Großbritannien ist es ein neues Konzept. Die Initiatorinnen hoffen, dass solche Gemeinschaften in Zukunft Schule machen. Wir haben uns Modelle in anderen Ländern angesehen. In Japan, Australien, in China. Wir arbeiten zusammen mit der Uni in Liverpool. Denn alle wissen, es gibt großen Bedarf, weil die Menschen länger leben. Bill Wall verbringt jeden Nachmittag bei den Kleinen. Unser Bill nennen sie ihn. Wenn er da ist, sind die Kinder entspannter, beobachten die Erzieherinnen. Wir waren uns ziemlich sicher, dass es funktionieren würde. Aber was wir in den letzten 2 Jahren gesehen haben, hat unsere Erwartungen weit übertroffen. So viel Freude, so viel Liebe. Ein Geheimnis des Erfolgs: man traut den Älteren und den Jungen viel zu. Zum Beispiel gemeinsame Spaziergänge. Ich liebe die Kinder. Kinder, sie sind das Leben. Sie sind ein neuer Anfang. Sie sind alles. It's nature. Und so ist jeder Tag mit den Kindern ein neuer Anfang für Ian. Ein schöner Tag.